Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben letztens ein Thema angeschnitten bei der letzten Raid am Mittwoch-Folge. Da habe ich was erwähnt, da habe ich was gezeigt. Da ging es nämlich um das Thema Shinies und nicht um irgendein Shiny, sondern um einen Shiny-Tanzer. Was da jetzt war, kann ich euch gleich nochmal zeigen, wenn ich nämlich kurz das hier nochmal einblende, was in der Raid am Mittwoch-Folge passiert ist, beziehungsweise was passiert ist, wollte ich euch eigentlich vorher schon sagen. Hab noch kein Video dazu gemacht, jetzt mache ich das hier nochmal, ist zwar jetzt schon zu spät, aber wir gucken mal kurz rein, wir schauen nochmal genau, was habe ich denn in der Raid am Mittwoch-Folge gezeigt. Ihr werdet ja sehen, was heute der Schocker der Woche gewesen ist. Dann ganz speziell, das werde ich jetzt nicht so intensiv eingehen, da wollte ich nämlich nochmal ein extra Video drüber machen. Hätte schon längst kommen müssen, aber so verbimmelt, dass es auch nicht passiert ist. Ich habe hier einen Shiny Tanzer um 12.34 Uhr und einen Shiny Tanzer um 12.38 Uhr. Das ist dasselbe Tanzer, aber ich habe nicht 4 Minuten gebraucht, um das zu fangen. Ihr seht ja die Bälle, 170 Pokebälle und 65 Pokebälle. Da hat der Bockwurst King, glaube ich, auch in der Gruppe gesagt, wow, wie viele Bälle hast du jetzt daran verschossen, aber ich habe das gefangen bei mir auf dem Account, habe mich umgemeldet, weil ich Pupsis blauen Account in die Arena setzen wollte. Habe das Tanzer auch aus Spaß mal angeklickt und bei ihr war es einfach auch ein Shiny. So, und ihr seht es jetzt, das sehe ich natürlich ganz anders aus, immer geschniegelt und gebügelt und hier immer mit meiner Pennerkappe. Und ja, ich erkläre es also nochmal, ich bin hier lang gelaufen, wollte nach Hause gehen, wollte aber den Account von meiner Freundin noch in die Arena setzen. Hab gesagt, na gut, da ist noch ein Tanzer, das fange ich jetzt. Und das Tanzer ist shiny gewesen, richtig gute Sache. Wenn ich noch die Aufnahmen habe, wie ich das gefangen habe, blende ich das hier natürlich auch nochmal ein. Das Tanzer ist shiny gewesen mit 224 und habe mich natürlich gefreut. Habe ich wieder mal was zum Tauschen, weil Tanzer habe ich ja schon, 2 Stück. Und habe mich dann aber umgemeldet, ich wollte sie ja in die Arena reinsetzen, habe mich also umgemeldet auf ihren Account, habe sie in die Arena gesetzt und habe aus Spaß trotzdem auch das Tanzer noch mitgenommen, weil ich dachte, okay, zum Tauschen oder so, als Lucky kann man das ja auch mal machen. Und ich staunte nicht schlecht, denn ich tippe das Tanzer an, was bei mir shiny war und bei ihr ist es einfach auch ein shiny Tanzer. Ich wusste überhaupt nicht, bin ich jetzt bekloppt, sehe ich doppelt, keine Ahnung, soll ich mich jetzt etwa hinstellen, dann soll jeden Account durchprobieren, ob das eigentlich auch bei den anderen so ist. Ihr wisst ja eigentlich allgemein, Shinies sind individuell, manche verstehen das immer noch nicht, manche die posten ein Shiny, ah, gerade gefangen, Shiny, und dann kommen Leute und sagen, ha, wo ist denn das, ich will das auch, dann laufen die wirklich dahin und sagen, hä, das war doch gar kein Shiny. Verstehe ich nicht, wie man sowas immer noch denken kann, aber gut, die Leute, die neu anfangen oder so, das noch nicht wissen. Ja, Shinies sind individuell, es ist also nicht wie bei ab Level 30 sind die IVs ja immer gleich und identisch. Wenn der eine ein 100%iges hat, ist das bei dem anderen auch 100%, vorausgesetzt, er ist über Level 30, weil da die IV dann immer gleich sind von den Pokémon bei den Trainern. Vorher hat jeder seinen eigenen auch individuellen Wert für das jeweilige Level und bei Shinies ist es halt nochmal extremer, weil die wirklich für jeden Spieler individuell sind. Aber man hat es auch schon oft an Community Days gesehen. Wenn man unterwegs ist am Community Day, da geht es ja meistens richtig ab und da fangen wir einfach alles, was da sitzt, tippt jedes Community Day Pokémon an. Wie zum Beispiel letztens Gekkabor, das ist Gekkabor, man tippt es an. Und wenn man in der Gruppe unterwegs ist und jemand hat ein Shiny, die rufen ja dann immer und sagen, Shiny! Und dann ist es da auch natürlich schon öfters vorgekommen, dass die Leute auch sagen, Shiny! Und der andere aus der anderen Ecke, Shiny! Und ihr denkt, was? Das 890er? Ja, bei mir auch, hey! Aber da ist die Shiny-Rate natürlich auch enorm hoch, sag ich mal, beziehungsweise erhöht. Da ist es eigentlich schon fast normal, dass es auch dabei ist, dass jemand das gleiche Pokémon als Shiny bekommt. Vor allem, wenn ihr in einer größeren Gruppe unterwegs seid mit 3000 Mann. Und einer von den 3000 Mann hat ein Shiny, hat ein zweiter von den 3000 Mann dann eben auch ein Shiny. Das ist nichts Spektakuläres. Ist aber auch, kommt öfters vor und hier war es eben anders, es sitzt einfach nur ein Ding und es ist shiny und du meldest dich um und es ist auch shiny und genau bei zwei Accounts. Gut, man könnte jetzt sagen, ja, das war ja trotzdem ein Event, das war ja das Käfer-Event,
da waren die Shiny-Raten sicherlich auch erhöht und Tansa gibt es ja als Shiny und das ist ein Käfer. Also war sowieso jedes zweite, dritte Tansa, was man anklickt, ein Shiny. Aber ich kann jetzt schon sagen, es gab sicherlich auch wieder Leute, die haben 100 Millionen Tansas angeklickt und gar kein Shiny bekommen. Und da fand ich es eben genauso genial, dass man eben dasselbe anklickt und zweimal hintereinander Shiny ist. Als ich das dann in die Gruppe reingepostet habe, kam ja eben auch der Marco an und hat dann geschrieben, hey, probier mal bei mir, ob das auch shiny ist und so. Habe ich mich dann natürlich umgemeldet, habe dann mal geguckt, war natürlich nicht shiny, sehr schade. Aber kennt ihr das, habt ihr das auch schon mal gehabt? Oder seid ihr immer noch in dem Glauben, dass wenn ein shiny shiny ist, es bei jedem shiny ist und ihr euch da absprechen könnt? Oder habt ihr das schon erlebt wirklich, dass ihr unterwegs wart und mit einem Kumpel am Community Day vielleicht, sicherlich, aber habt ihr schon mal außerhalb eines Community Days ein Shiny bekommen, was eben einer, der mit euch unterwegs ist oder auf einem anderen Account, vielleicht seid ihr auch wie ich, habt keine Freunde und müsst mit 10 Handys durch die Gegend laufen, um dann eben alles gleichzeitig anzudrücken, aber habt ihr das auch schon mal erlebt? So eine Situation, ich war auf jeden Fall richtig gehypt und hab gedacht, Alter, das kann doch nicht sein. Ein Shiny, du meldest dich um, auch ein Shiny, was ist denn jetzt los? Ist das gerade ein Bug? Ist da gerade irgendwo die Shiny-Tüte explodiert? Und jetzt kannst du dich ummelden und es ist jetzt wirklich bei jedem ein Shiny, weil das Pokémon eine Macke hat und deswegen ist es einfach bei jedem Shiny. Aber Marco hat uns ja gezeigt, dass das nicht so ist. Aber ist egal. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Wollte dazu trotzdem nochmal ein sinnloses Video machen, wo ich einfach nur blöd dastehe und ein bisschen rede. Ungefähr so 6 Minuten lang, wie man hier sieht. Aber dadurch, dass ich natürlich das von Raider Mittwoch reingeschnitten habe, geht das natürlich länger. Und ja, dann würde ich sagen, morgen, also heute, ich lade das am Samstag hoch, wenn Community Day ist. Da brauche ich eh ein Video zur Überbrückung, weil ich am Community Day natürlich nicht das Community Day Video machen kann. Das versuche ich dann am Sonntag. Deswegen wünsche ich euch natürlich heute viel Spaß beim Community Day. Kindwurm ist nämlich da. Das wird Brutalanta mit der neuen Attacke Wutanfall. Und wir sehen uns dann sicherlich morgen am Sonntag, wenn ich mein Community Day Video hochlade. Wenn ich es schaffe, das ist immer eine Heidenarbeit, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und dann könnt ihr mal reinschreiben, was ihr gefangen habt, wie euer Community Day war. Deshalb erstmal viel Spaß heute, viel Spaß beim Community Day, eine fette Ausbeute natürlich, endlich mal wieder ein nützliches Pokémon. Und am Sonntag sehen wir dann, was hier so abging. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.